Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal Kleidermädchen. Wie ihr vielleicht gleich bemerkt, bin ich aus der Zukunft angereist und das Video ist schon entstanden, als meine Haare noch länger waren, also vor ein paar Wochen. Und zwar geht es um ein richtig tolles Projekt heute, das ich nicht alleine umgesetzt habe, sondern zusammen mit drei richtig coolen Frauen. Zum einen der Olga von Das Weiße Reh, zum anderen mit der Luisa von Die Frau mit dem gelben Pulli und zum letzten mit der lieben Sarah von Mrs. Violet. Wir haben uns Gedanken und Fragen gestellt zum Thema Body Positivity bzw. wie sind wir Body Positivity geworden, was gefällt uns an unserem Körper, was gefällt uns nicht, und auf diese kleine Reise möchten wir euch heute mitnehmen. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht lange herum, sondern fangen jetzt gleich an und ihr könnt sehen, was wir zu den einzelnen Themen zu sagen haben, welche Statements wir haben, wie wir uns weiterentwickelt haben, was wir anders sehen wie vor ein paar Jahren. Und ja, ich würde sagen, lasst uns starten. Früher hätte ich vielleicht gesagt, meine Nase oder meinen Bauch, aber heute bin ich Gott sei Dank richtig happy mit meinem Körper. Die Frage zu beantworten, was ich an mir selber nicht schön finde, ist total schwierig, weil es für mich nicht unbedingt etwas Äußerliches ist. Ich möchte immer jeden Tag versuchen, meinen Körper einfach so zu akzeptieren, wie er nun mal ist. Und ich möchte da nicht irgendwie an mir rummäkeln wollen. Also ich stehe nicht vorm Spiegel und sage mir so, guck mal da, dieser Schwabbel und dieser Schwabbel. Ich denke, was mich stört an meinem Körper, ist eher etwas, wie er sich manchmal anfühlt. Insbesondere hätte ich ganz gerne ein bisschen mehr Ausdauer, aber ich weiß natürlich auch, dass es an mir selber liegt, das zu verbessern. Ich bin nicht mehr so fit und so sportlich, wie ich das mal war, und das ist etwas, was ich beziffern würde, was mir an meinem Körper momentan nicht gefällt. Ja, auch so eine gewisse Kurzatmigkeit, das kommt aber halt durch Allergien, durch Erkrankungen. Aber gut, das sind Dinge, damit arrangiert man sich dann einfach mit der Zeit und lernt auch damit umzugehen und den Körper trotzdem weiter zu lieben. Manche Tage stört mich das nur und dann kann mich das in meinem Selbstbewusstsein gar nicht verletzen. Und andere Tage, struggle ich einfach manchmal damit. Und das sind, glaube ich, vor allem solche Sachen wie Brille tragen oder nicht, obwohl ich keine Kontaktlinsen und irgendwas anderes vertrage. Trotzdem frage ich mich das, warum eigentlich. Dann denke ich manchmal, du hast so eine breite Nase, obwohl ich auch daran nichts ändern kann. Oder ich habe zum Beispiel nicht so gerade Füße wie andere. Und ich habe gelernt, dass das anderen meistens überhaupt nicht auffällt oder die gar nicht stört. Also meistens sind es Dinge, die nur mir komisch vorkommen und anderen gar nicht auffallen. Ich glaube, vor 2 Jahren hätte ich gesagt, meine Hüften. Ich fände meine Hüften immer zu breit, zu dick. Ich glaube, schon seit ich Teenie war, wurde mir vermittelt, dass mein Körper, so wie er ist, nicht dem Ideal entspricht. Und ich glaube, auch da liegt schon die Wurzel des Übels, weil wir Frauen oder wir Mädchen wachsen einfach mit diesem Vergleich auf. Uns wird überall vermittelt, das ist schön, das ist nicht schön, so musst du sein, so darfst du nicht sein. Und ich finde, an diesem Prozess muss einfach wirklich was geändert werden, weil wenn man schon heranwächst mit dem Gefühl, man ist so gut, wie man ist, lebt man gleich ganz anders oder kommt, glaube ich, auch gar nicht erst auf die Idee, sich mit anderen zu vergleichen oder sich besser oder schlechter zu fühlen oder im Spiegel zu betrachten und zu hungern und irgendwelchen Idealen hinterher zu rennen, sondern fühlt sich einfach wohl in seiner Haut. Und ich finde, man verschwendet auch so viel Zeit mit solchen Dingen. Also man sollte doch einfach sein Leben genießen und nicht die ganze Zeit darüber nachgrübeln. Bin ich richtig so, wie ich bin? Wiege ich zu viel? Was kann die Gesellschaft über mich denken? Wie sieht sie mich? Es kann einem doch eigentlich absolut Schnuppe sein, solange man mit sich im Reinen ist und sich wohlfühlt. Frage Nummer 2. Wann fühlst du dich am wenigsten selbstbewusst? Am wenigsten selbstbewusst fühle ich mich, wenn ich Kleidung trage, die irgendwie so gar nicht mein Stil ist, die so gar nicht ich ist. Wenn es Schnitte sind, die vielleicht ein bisschen zu oversized sind, zu riesig, zu mächtig. Ich bin ja nur 1,60 groß. Aber grundsätzlich, wenn es wirklich Kleidung ist, die irgendwie nicht so meinem individuellen Stil entspricht. Bei mir ist das total tagesformabhängig. Wenn es eh schon stressig ist oder irgendwas Trauriges passiert ist, also ich quasi nicht auf diesem Coolness-Level schwebe, sondern eh schon auf so einer leicht emotionalisierten Ebene, dann
ist es noch viel, viel leichter, mich aus meinem Selbstbewusstsein zu bringen. Ich glaube, so roundabout einmal im Monat, wenn man als Frau die PMS hat, dann fühlt man sich in der Regel meistens wie so ein Stück Trash, ja. Also ich habe das Gefühl zumindest immer, aber das spielt halt auch einfach alles komplett verrückt und die Hormone spielen einem Streiche und man fühlt sich einfach nur wie ausgekotzt und, ne, ihr wisst Bescheid, denke ich mal. Das ist halt etwas, wo ich sagen würde, da fühle ich mich weniger selbstbewusst. Und ansonsten gibt es da aber nichts. Also es ist nicht so, nur wenn ich geschminkt bin, fühle ich mich selbstbewusst oder wenn ich ungeschminkt bin, fühle ich mich nicht selbstbewusst. Ich glaube aber, was so ein Punkt ist, was auch in mir sicherlich manchmal dann so einen kleinen Moment an Selbstzweifeln, sage ich mal, auslöst, ist, wenn man irgendwo hinkommt, so eventmäßig, was ja momentan nicht so viel stattfindet, aber in der Vergangenheit, wenn man irgendwo so eventmäßig unterwegs ist und dieser Moment halt, wo man auf viele fremde Menschen trifft und es gucken einen alle an und kennen einen vielleicht ja auch oder nicht. Und das ist immer so ein Moment natürlich, wo man so rein auf das Äußere begrenzt wird und so gemustert wird. Und das ist natürlich immer so ein Moment, wo man sich denkt so, ist ja alles in Ordnung? Habe ich irgendwas zwischen den Zähnen oder so? Also ich glaube, diese Situation kennt jeder. Und natürlich fühle ich mich auch in solchen Situationen ein bisschen weniger selbstbewusst, weil es einfach eine neue Situation ist. Ich würde sagen, ich fühle mich weniger selbstbewusst, wenn ich ein von mir gesetztes Ziel nicht erreicht habe. Dann fühle ich mich geknickt, was natürlich auch normal ist, dass man sich da nicht freut, dass man gescheitert ist. Aber ich kann nicht sagen, ich bin jetzt traurig, weil mein Bauch gerade aufgebläht ist, weil ich mir ein leckeres Mittagessen gekocht habe. Um Gottes Willen, ich finde, wir sollten uns viel mehr bewusst sein, dass, was wir für ein Glück haben, in einem Land zu leben, wo wir Lebensmittel haben und uns ernähren können und nicht irgendwelche Hungersnöte durchleiden müssen, wie das in vielen Entwicklungsländern nun mal gang und gäbe ist. Und wir sind einfach privilegiert in dieser Hinsicht und ich finde, das sollten wir auch zu schätzen wissen. Deswegen, ich fühle mich weniger selbstbewusst, wenn ich meine Ziele nicht erreicht habe. Punkt. Wann fühlst du dich schön und selbstbewusst und was machst du, um dich schön und selbstbewusst zu fühlen? Ich brauche nicht immer übelstes Styling und übelst Glamour, um mich selbstbewusst zu fühlen, weil vieles auch, finde ich, von innen kommt, weil ich weiß, was ich kann und wer ich bin an den meisten Tagen. Und das hilft auch enorm, dann zu sagen, es ist mir schnurz, was andere von mir denken. Für mich ist Selbstbewusstsein nicht in irgendeiner Relation mit Schönheit zu setzen, weil ich finde, dieses Wort schön kann ich auch überhaupt nichts mit anfangen, weil es ist für mich halt so nichts aussagen, du bist schön, ja, denke ich mir auch so, okay, ja, danke. Aber es sagt halt nichts aus. Also ich finde, Selbstbewusstsein für mich so die Bausteine sind, dass ich meine Ziele erreiche, die ich mir vorgenommen habe, dass ich einen Weg gehe, dass ich vor allem mit mir im Reinen bin, dass ich einfach an mich glaube, das sind halt so Kernpunkte, die für mich einfach Selbstbewusstsein ausmachen. Und ich finde auch, nur dann kann man das halt ausstrahlen oder, also, wenn man so im Komplexpaket mit sich im Reinen ist. Selbstbewusst fühle ich mich immer dann, wenn ich mit meinem Mann oder meinem Sohn zusammen bin. Mit den beiden bin ich einfach ich selbst 100%. Ich kann mich fallen lassen, ich bin einfach 100%ig ich selbst und dann fühle ich mich auch wirklich, wirklich im Reinen mit mir. Und was ich dafür tue, ist, ich mag es sehr, sehr gerne, mich morgens fertig zu machen und mir Mühe zu machen mit meinem Outfit. Gerade seit diesem Jahr ist es so, einfach ein schönes Outfit rauszusuchen, was mit dem ich mich wohlfühle oder auch mal die Haare zu machen, sich zu schminken. Das bedeutet mir auch sehr viel. Also ich finde allgemein, Selfcare ist da ein wichtiger Begriff. Auch zum Beispiel, wenn ich Sport gemacht habe, bin ich stolz auf mich und dann fühle ich mich auch so ein kleines bisschen selbstbewusster, weil ich dann mir nicht vorhalten kann, ich hätte eben nichts für meine Gesundheit und meinen Körper getan und es mir danach auch meistens wirklich besser geht. Ich bin zum Beispiel sonst auch ein Sportmuffel und musste erst lernen, Bewegung quasi für mich zu machen und nicht dafür,
für irgendjemand anderen besser auszusehen oder irgendwas zu können, sondern das wirklich für mich zu machen, weil ich es möchte oder weil ich mich so fühlen möchte. Und eine Sache ist mir noch eingefallen, Komplimente. Und wenn ich Komplimente bekomme, fühle ich mich schon immer so ein kleines bisschen geboostet. Ich weiß, es ist manchmal auch unangenehm, Komplimente anzunehmen, aber trotzdem fühlt man sich so ein kleines bisschen bestätigt. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Gefühl. Ich finde, dass das was ist, was wir alle viel, viel mehr zelebrieren sollten, uns gegenseitig zu bestärken. Und es fällt mir auch schwer, teilweise Komplimente einfach so aus der Kalten zu machen, wenn man nicht gerade über das Thema redet. Aber ich habe mir das sehr, sehr stark vorgenommen. Und es können ja auch kleine Sachen sein. Du musst ja nicht zu einem Fremden sagen, aber einfach zu sagen, wow, deine neuen Schuhe finde ich echt cool, die stehen dir richtig gut. Und prinzipiell ist es keine große Geste. Aber für denjenigen, bei dem es ankommt, bedeutet das, glaube ich, wirklich viel. Und ich denke, das sollten wir alle ein kleines bisschen mehr machen. Was denkt ihr dazu? Also es gibt für mich persönlich jetzt nicht so einen An-Ausschalter, was schön fühlen und selbstbewusst fühlen anbelangt. Ich tue das an für sich eigentlich jeden Tag. Aber natürlich gibt es Momente, wenn ich mich dann gestylt habe, ne? Wenn ich mir ein schönes Make-up gemacht habe oder die Haare toll habe oder mir halt im Rahmen meiner Fashion-Videos halt ein cooles Outfit irgendwie zusammengestellt habe, dann ist natürlich immer so ein Moment, wo man vorm Spiegel steht und sich denkt so, boah, geil, ja, sieht gut aus, ja. Und muss man sich dann auch selber tatsächlich mal so sagen, dass man sich einfach schön fühlt. Und das ist auch vollkommen okay. Das hat auch nichts irgendwie mit Arroganzsein zu tun oder so. Aber ich fühle mich auch genauso schön, wenn ich nicht geschminkt bin. Also klar, mit fettigen Haaren und im Gammellook ein bisschen weniger vielleicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, so, boah, bist du heute hässlich und so, ne? Nee, das tue ich mir selber nicht mehr an. Also das muss man aus seinem Gedanken einfach komplett streichen. Sich selber so fertig zu machen, das macht einfach keinen Sinn, das tut einem selber nicht gut. Und natürlich, wenn man irgendwie auch für sich selber was Tolles Neues geschaffen hat, also wenn man stolz auf die Arbeit ist, in meinem Fall, wenn ich jetzt in meiner Selbstständigkeit wieder irgendwas Cooles erreicht habe, sei es jetzt ein tolles Video, auf das ich stolz bin oder eine neue Kooperation oder was auch immer, dann fühle ich mich wirklich schön und selbstbewusst und so, ich kann alles erreichen, was ich will. Und das ist, glaube ich, eher wieder so was Inneres wie etwas, was ich auf meinen Körper beziehen würde. Was hilft dir oder hat dir geholfen auf dem Weg zu mehr Selbstliebe und Body Positivity? Ich bin ja inzwischen einen weiten Weg gegangen von completely lost. Ich wusste wirklich nicht, was ich tragen will, was ich für Mode mag, was ich überhaupt tragen kann, bis hin zu jetzt, wo ich mich wirklich sehr, sehr wohl und auch relativ selbstbewusst fühle. Und dazwischen liegen sehr, sehr viele Learnings und ein paar davon kann ich euch hier anteasern. Was ich gelernt habe, ist, dass die Leute um mich rum und ja, die Leute da draußen, auch um euch herum, die sind nicht alle studierte Modedesigner, gelernte Friseure, Stylisten, Farbberater, sondern genauso wie wir alle nicht Virologen oder Fußballtrainer sind. Und das muss man sich immer wieder klar machen. Und man muss, finde ich, seine eigene Wahrheit finden und ausprobieren, was einem steht. Weil ich habe mich viel zu lange von dem treiben lassen, was andere gesagt haben, was ich tragen kann und was nicht. Aufgrund dessen, dass ich sehr blass bin, was ich tragen kann und was nicht. Und im Endeffekt hatte ich dann Teile im Schrank, mit denen ich mich nicht wohlgefühlt habe und für die ich auch von anderen keine Komplimente bekommen habe. Und erst als quasi das Äußere, was ich von meiner Persönlichkeit gezeigt habe, mit meiner Kleidung auch zu dem hier drin gepasst hat. Seitdem fällt das auch anderen viel positiver auf und auch ich fühle mich schon, ohne dass andere Leute was sagen, viel, viel besser. Und wie habe ich das gelernt? Ich habe das zum Beispiel gelernt durch Systeme wie Kibbe. Man lernt dadurch, dass jeder Körpertyp seine Spezifika hat, dass jeder Körpertyp anders ist und dass jeder schön ist. Und das fand ich so faszinierend daran, weil es mich nochmal darin bestärkt hat, dass Schönheit keine 1 oder 0 Sache ist, kein Schwarz-Weiß und vor allen Dingen auch keine Skala wie der ist eine 10 und der ist nur eine 6. Das ist nicht so, denn Geschmäcker sind so, so verschieden da draußen. Jeder steht auf was anderes. Dieses Fokussieren auf sich selber und das Beste aus dem machen, was hier sitzt, das finde ich, ist ein Schritt, der mir sehr, sehr geholfen hat. Eine Sache, die mir definitiv geholfen hat, mich selbst mehr zu lieben und positiver meinem Körper gegenüberzustehen, ist tatsächlich aufzuhören, sich mit anderen zu vergleichen. Also gerade auch
durch Social Media, man vergleicht sich permanent. Das ist so etwas, das ist so ganz natürlich und das passiert mir auch heute noch, aber ich habe das früher viel exzessiver gemacht als heutzutage und ich merke das mittlerweile, wenn ich anfange, irgendwie etwas so mir anzuschauen und zu sagen, ah, genau so will ich das auch oder ja, das muss ich so und so auch nachmachen oder ne, so nach dem Motto, nicht jetzt kopieren oder so, aber das möchte ich auch, genau so. Und das sind so Momente, da muss ich dann immer so ein bisschen zurücktreten und mir selber sagen so, vergleichst du dich da jetzt gerade zu krass? Bist du zu selbstkritisch mit dir oder holst du dir gesunde Inspiration? Weil ich glaube, das ist irgendwo so die Schnittstelle oder der schmale Grat, den man halt gehen muss, dass man sich nicht vergleicht, aber sich halt Inspiration aus anderen Dingen zieht. Und das ist total schwierig. Das ist auch sowieso ein Prozess. Und es ist halt ganz, ganz wichtig, nicht zu versuchen, einem anderen hinterher zu eilen, also einem Schönheitsideal auch hinterher zu hechten. Das wird man sowieso nie erreichen, weil man weiß nicht, wie viel ist an Bildern bearbeitet, an Videos bearbeitet, auch bei mir zum Beispiel. Ich stelle mich natürlich ja immer sehr gut in Szene. Wenn man mich in Real Life sieht, denkt man sich vielleicht auch so, oh, okay, sie wirkt ja trotzdem irgendwie ein bisschen anders. Das mag alles sein. Es ist immer noch eine Kamera dazwischen, die ja auch sozusagen halt ein Stück der Realität einfach nimmt. Und das ist total wichtig, dass man sich darin nicht verrennt und dass man da halt einfach auf sich selbst Acht gibt und sich aufhört zu vergleichen. Da hat mir tatsächlich meine Schwangerschaft sehr, sehr stark geholfen. Vorher war ich nicht ganz so happy, gerade auch so, was meinen Bauch angeht. Und mit der Schwangerschaft habe ich wirklich gelernt, vollständig loszulassen und meinen Körper so anzunehmen, wie er ist. Und jetzt nach der Entbindung, überraschenderweise für mich, fühle ich mich viel, viel glücklicher in meinem Körper. Ich mag meinen Körper so, wie er ist. Auch mit diesem Bauch, den ich jetzt noch habe nach der Entbindung und mit dem flachen Po. Die Schwangerschaft hat mir sehr, sehr geholfen, einfach die Dinge aus einer richtigen Perspektive zu betrachten. Wenn man so ein bisschen ins Innere schaut und nicht immer nur nach außen guckt, dann schafft man es, happy zu werden. Die Person dahinter oder das, was sie zu sagen hat, ist doch viel wichtiger, als wenn man sich lächelnd vor die Kamera stellt und sich hin und her bewegt und am Ende des Tages einfach nichts dabei rumkommt. Also ich finde halt immer noch diese ganze Bewegung um Body Positivity so erstaunlich, weil ich habe das Gefühl auch in Richtung dieser Feminismusbewegung, dass Frauen erstmals so sein können, wie sie möchten. Ein Körper kein Hindernis ist, um Ziele zu erreichen. Ich finde, wir sollten solche Plattformen nutzen, um sie in etwas Gutes umzuwandeln. Jeder soll so sein, wie er ist und ist richtig so, wie er ist, solange er sich mit sich im Reinen fühlt. Wenn das nicht so ist, hat er immer noch die Möglichkeit, es in irgendeiner Weise für ihn zu ändern und sich nicht von außen oder von der Gesellschaft sagen zu lassen, wie man zu sein hat. Auch ein wichtiger Punkt, alles, was toxisches Umfeld ist. Also Menschen, die einem nicht gut tun, der Job, der einem nicht gut tut oder das Hobby, das einen nur stresst, aber eigentlich keine Freude mehr bringt. Also alles, was letztendlich einem ein ungutes Gefühl gibt. Das ist auch total schwierig. Das kann man auch nicht immer von heute auf morgen ändern. Aber es ist etwas, das wird langfristig zum eigenen Glück und zur eigenen Zufriedenheit beitragen. Und da muss man dann halt einfach den Schritt gehen, auch wenn es manchmal nicht so leicht ist, um sich selber mehr lieben zu können. Frage Nummer 5. Wofür bist du dankbar an deinem Körper? Dankbar bin ich eigentlich für alles an meinem Körper. Ich bin total happy, dass ich gesund bin und dass mein Körper funktioniert, wie er funktionieren soll. Aber am meisten bin ich wirklich auch schon seit Jahren dankbar, dass ich sehen kann mit meinen Augen. Einfach dankbar für die Augen, dass ich diese wundervolle Welt betrachten und sehen kann. Ich bin dankbar, dass mich mein Körper überall hinträgt, wo ich hin möchte, dass ich gesund bin, dass ich vital bin, dass ich tun und lassen kann, wonach mir ist, wie wertvoll es ist, sich einfach frei fühlen zu können oder das tun zu können, was man möchte. Dass ich laufen, springen, tanzen kann, wie ich gerne möchte. Ich finde dieses Prinzip Dankbarkeit so, so schön, weil es einfach sich auch darauf fokussiert, was du hier und jetzt hast. Wofür ich dankbar bin an meinem Körper, sind tatsächlich so, dass meine Kurven recht gut proportioniert sind. Also ich wiege zwar heute so viel wie noch nie in meinem Leben, aber es ist noch einigermaßen alles so on place, ja, so ein bisschen gut proportioniert. Aber klar ist es auch eher das
Innere, also die Gesundheit, dass ich das tun kann in Verbindung oder mit meinem Körper, was ich ganz gerne möchte. Und das finde ich schön daran. Und jetzt sind wir schon wieder am Ende des Videos angekommen. Es geht immer so schnell und man sieht gar nicht, wie viel Arbeit eigentlich da drin steckt. Ja, also ich hoffe, wir haben euch unterhalten und ihr könnt in den einen oder anderen Punkt mit uns mitgehen. Oder vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung zu einzelnen Punkten. Dann könnt ihr sie gerne in den Kommentaren mit mir teilen oder auch bei den anderen Mädels. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei den anderen mal vorbeischaut, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mir ein Däumchen nach oben gebt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.